Ah, moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Im zweiten Jahr sind wir immer noch. Sorry, eine Woche fiel jetzt Story of Seasons auf für die Leute, die nicht. Für die Leute, die nicht auf Discord waren. Die wurden natürlich nicht vorher gewarnt. Kann ich nur empfehlen, sonst mal auf den Discord-Server kommen. Ihr müsst nicht unbedingt mitchatten, nehmt es auch einfach als. Newsquelle, wenn ihr möchtet. Ich kenne das, ich bin auch nicht so der Chatter. Ich bin da auch immer nicht so hinterher. Es tut mir halt leid, ich bin krank geworden. Und lag flach, da konnte ich nicht so wirklich aufnehmen. Dementsprechend fiel das und auch Bump Simulator aus. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder reinkommen. Was war eigentlich los? Ja, sag mal. Achso, den können wir nochmal reinknüppeln. Und dann haben wir hier. Die brauchen wir auch nicht mehr. 6 Stück. Die knallen wir auch mal rein. Ja, denn natürlich wie immer in der ersten Folge der Woche vielen Dank an die Leute, die mich unterstützt haben. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, guckt auch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist jetzt auch was Neueres. Oh Gott. Ich rede auch heute schon wieder nur geistigen Dünnpfiff. Ich bin eine Partnerschaft eingegangen. Das wollte ich euch erzählen. Ich wollte die eigentlich pflücken. Ist aber nicht so. Und, das funktioniert im Rahmen eines Affiliate-Programms. Affiliate kennt ihr sicherlich, machen viele auch, gerade mit Amazon. Wenn ihr über den Link, den ich jetzt in der Videobeschreibung habe, was kauft, zahlt ihr natürlich nicht mehr. Sogar weniger, weil über den Link gibt es 15% Rabatt. Solltet ihr einfach so auf Gamers Gear sein und irgendwie einkaufen wollen, dann kann ich euch nur empfehlen, beim Kauf nachher Kaktusrabatt einzugeben, um die 15% zu bekommen. Aber nutzt am besten auch einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Guckt euch mal um. Vielleicht findet ihr geile Klamotten. Ich kann euch noch nicht viel zur Qualität sagen, außer von anderen Leuten in der Bubble, die da echt hochwertigen Kram erwartet haben und auch bekommen haben anscheinend. Ich will mir natürlich demnächst auch mal was kaufen. Es gibt so ein schönes T-Shirt, wo einfach nur Lost draufsteht, was ja wirklich zu mir einfach passt wie die Faust aufs Auge. Das wisst ihr ja. Ich bin ja nun mal auch sehr lost, verpeilt, verplant, wie ihr es ausdrücken wollt. Ich mag an dem Shop, kann ich schon mal sagen, dass das alles nicht mega bunt und überladen ist. Teilweise, wie gesagt, nur kleine Schriftzüge und fertig. Hauptsächlich schwarz-weiß. Es gibt natürlich auch ein bisschen was für Frauen. Das ist natürlich schon ein bisschen bunter. Oder sagen wir mal, da ist ein bisschen Farbe mit drin. Leggings gibt's auch. Und Gamers Gears. Also ich mag den Shop. Guckt mal rein. Vielleicht findet ihr was Witziges. Wie gesagt, denkt dran, den Link zu benutzen wegen dem 15% Rabatt. Und schreibt mir auch gerne mal sonst, wenn ihr mal drauf wart, in die Kommentare, was euch gefällt oder was ihr euch vielleicht wünscht. Wenn ihr euch sagt, ja, irgendwie würde ich mir gerne was da kaufen, aber da ist irgendwie nichts bei. Ich habe nämlich schon von diesem Dr. Schmerzer schon gehört, dass das nichts für ihn ist, weil halt viel nur schwarz-weiß ist. Das ist als Tierbesitzer zum Beispiel doof. Ist ein schönes Feedback, kann man was mitmachen. Ich kann den Leuten immer Feedback auch zukommen lassen. Da freuen die sich. Joa. Und sonst gibt es eigentlich nichts, ne? Nicht viel zu erzählen, außer wie gesagt, ordentlich krank. Ein bisschen Snöf ist immer noch da. Aber das lübt schon. Wir haben hier gerade erst aufgeräumt, ne? Das ist schon wieder so ätzend. So, was wollten wir eigentlich alles noch so tun, ne? Das ist ja jetzt, wie gesagt, nach 2 Wochen stehe ich wieder dumm da. Ja.
Erstmal schieben wir alles da rein. Hier, 3 Eier für dich. Sieben Stück, okay. Das ist viel. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, dass irgendwie gerade alles... Ah, jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich wollte mir aufschreiben, wann ich welche Tiere jetzt im Frühling erhaschen kann. Na gut, vielleicht vor der nächsten Aufgabe, Aufnahmesession. Wir hatten den Riesen-Mayo-Fertiger nämlich schon. Und da habe ich ja gesagt, da würde ich, glaube ich, gerne mal hier ein bisschen umbauen, wa? Ja, wäre eine Idee, vor allen Dingen auch, weil... Haben wir den nicht auch gekriegt, den Riesen-Heini hier? Den Riesen-Barrenfertiger haben wir gekriegt. Den noch nicht. Da sind wir noch weit von weg. Ja, wir müssen so viel umbauen, das ist es halt, ne? Aber fangen wir einfach mal an. Einfach mal hier kurz ein bisschen aufräumen und dann gucken wir mal. Ich muss mal eben weg, damit ich besser was sehe und du auch. Das war wieder gut. Oh, Alter! So, holen wir nochmal einen Hammer raus hier, wa? Einer ist hier noch. Allerdings auch keine Idee, wie das weitergehen soll hier. Mit den Fertigern. Ups, falscher Knopf. Was denn hier los? Mich wieder. Ach ja, da habe ich mich, glaube ich, verrechnet, ne? So, dann verkaufen wir das mal eben. Wir brauchen ja auch Platz hier drin. Oh ne, ich stecke hier lieber noch nichts rein. Vielleicht muss ich ja nochmal was umswitchen. Also ich würde natürlich schon gerne... ...das so ein bisschen behalten hier. Also hier die Ecke. Ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen mehr aufräumen hier. Ich muss mal eben einmal komplett sauber machen hier. Das ist... Was haben wir denn hier? Schöne Zwiebel. Zwiebel.
So, wollen wir mal ein bisschen was wegpacken. Und Ultralag. So, alles, was ich jetzt gerade nicht benutze, können wir mal eben abbauen. 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 Dich benutze ich auch im Moment so gut wie gar nicht. Dich auch nicht wirklich. Und. Ja, doch, ich habe noch Platz. Ups. Dich auch nicht wirklich. Und dann knalle ich die jetzt einfach mal so ein bisschen hier hin. So sehr ich kann. Dass sie mir erstmal aus dem Weg sind. So, normaler Barrenfertiger haben wir noch. Na, schade. So, dann gucken wir zwischendurch mal, ob wir hier schon was reißen können. Da kann schon wieder ein Ei rein. Nö, noch nix. Noch nix. So, dann holen wir mal die Riesendinger. Die waren hier drin, genau. Wir haben einmal Riesen-Mario-Geschichte. Und Riesenbarren, der immer so drei hat. Mal gucken. Drei. Passt hier natürlich so nicht hin. Müsste hier hin. Ne? Ist halt schwer zu sagen jetzt, ne? Dass hier noch mit der Ecke geht. Ich müsste sie irgendwie alle mal kurz so ein bisschen abbauen. Das ist das, was. Ja. Ah. Ich würde da gerne rübergehen, geht nicht. Der macht noch ein paar. Also die müssten hier irgendwie alle mal weg. Nach und nach. Um den Riesenbarren dahin zu stellen. Gut, dann packe ich die großen erstmal wieder weg. Dann haben wir einfach schon mal angefangen. Den Weg zu ebnen. Was machst du denn hier drinnen? So, den können wir nochmal mit rausnehmen und das nochmal mit hier rein. Da ist er. Haben wir ja auch zwei von, ne? Ach, guck an. Das schon mal weg. Oh, guck mal, der Tag ist schon gleich vorbei. Das geht aber fix heute. Da
Das ging wirklich mal fix heute. So, da gebe ich jetzt mal nichts rein, weil der muss wahrscheinlich auch einmal weg. Obwohl, nee, das kriegen wir so hin. Genauso wie dich, das kriegen wir auch so hin. So, Diamanten muss ich, glaube ich, auch noch aufheben. Mir wurde eigentlich auch schon wieder in die Kommentare geschrieben, ich bin voll verplant. Als ich meine Frau das erste Mal gesucht habe, war die ganze Zeit da. Die saß morgens am Frühstückstisch. Ich glaube ja, manchmal lügt ihr mich an. Ihr sagt immer nur, dass ich verplant bin, damit ihr lachen könnt. Gold haben wir noch. Gold kann auch hier hin, ne? Ja. Ne, den wollten wir auslaufen lassen, genau. Ich nehme mal noch mit. Mehr haben wir nicht, gut. Wollte ich gleich nochmal was gucken. Und zwar achtmal noch Tierfuttersamen. Jetzt nochmal drei nach, dann sind die ja später fertig. Ah, nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. Gut. Was sagen die Pilze? Läuft. Das läuft ja auch. Hier das mit den Fischnetzen hat ja auch gut geklappt. Da wollte ich nochmal gucken, was braucht man nochmal dafür. Sind die? Da. Zweimal Seil und zweimal so normales Holz, glaube ich, ne? 10, 10, 10, 10. Alles 10, okay. Den haben wir. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, erstmal einer langt, glaube ich, erstmal. Das Ding würde ich auch gerne nochmal irgendwann machen. Sieht bestimmt mega geil aus. Riesen-Mario-Fertiger haben wir jetzt ja auch. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr davon wollen. Gucken wir mal. So, 10, 5, 5, 50. 50 mal Glas. Und 30 mal. Frage ist auch, die ich mir so stelle. War denn das da? Was kriegen wir nachher noch für Sachen? Wir brauchen sie erstmal gar nicht bauen, ne? War denn das? Tierpflege, Kommunikation, Angeln, Abholzen. War das bei Abholzen mit bei? Truhe? Nee. Ja, man kriegt ja manchmal so gute Preise, ne? Die haben wir ja beide geschenkt gekriegt im Endeffekt. Das war ja schon mal nicht schlecht. Also die Fertiger, die mussten wir ja im Endeffekt gar nicht
Wollen wir nochmal ganz kurz gucken, was das gute Holz da hinten sagt. Hier müssen wir auch noch weitermachen. Guck mal, da habe ich wieder mehrere Baustellen. Naja, dich hatte ich doch jetzt. Ah ja, das lohnt sich sogar. Das lohnt sich. Dauert aber auch immer. Bei dem blauen Vogel, der jetzt eben weggeflogen ist, war das Foto nur nicht so gut, aber es hat gezählt. Und wir haben es, glaube ich, auch schon abgegeben, ne? Ach, der Fertiger ist noch voll. Okay. Wie weit bist du? Auch noch nicht fertig. Dann gehen wir jetzt mal ab ins Bett. Tiere schlafen auch schon alle. Laura pennt auch schon. Dann pennen wir jetzt auch. Mhm. 6400. Ja, ist ja schon mal wieder ein bisschen was, ne? Kann man sich nicht beklagen. Wir haben auch so nichts geerntet oder so. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Guckt, wie gesagt, immer mal in die Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Sind da ein paar Sachen. Wenn ihr auf den Discord wollt, der ist da. Einfach mal reingucken. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann, ey.